Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernvideo über die Erde bebt. Oh nein, ein Erdbeben kommt! Anna, ein Erdbeben kommt! Wir müssen hier schnell weg! Okay, aber du darfst den Lift nicht benutzen. Wieso nicht? Weil der Lift herunterfallen könnte. Au, aua! Hast du dich verletzt? Nein. Wie entsteht eigentlich ein Erdbeben? Ich erkläre es dir. Nein, eine schöne Wand! Komm mit! Okay! Wie entsteht ein Erdbeben? Es gibt verschiedene große Platten auf der ganzen Welt. Die Platten sind immer in Bewegung. Durch diese Bewegungen entstehen Vulkane, Berge und Erdbeben. Die Platten werden durch das Zähflüssige in der Erde angetrieben. Das bedeutet, dass sie sich langsam bewegen. Diese Bewegungen nennt man Plattentektonik. Dort, wo die Platten aneinander grenzen, entstehen gewaltige Spannungen. Kann die Erdkruste den Spannungen nicht mehr standhalten, entladet sie sich mit einem gewaltigen Ruck, einem Erdbeben zunächst. Im Inneren der Erde, die Kraft breitet sich in Wellen aus. Anna, du musst so wenig Sachen wie möglich mitnehmen und etwas Stabiles über den Kopf halten. Und du darfst keine Fahrzeuge benutzen. Man sollte sich von großen und schweren Sachen fernhalten, denn sie könnten umkippen. Am besten sollte man auf eine große, flache Fläche gehen. Danke für das Zuhören. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr, wie man sich bei einem Erdbeben verhalten sollte.